Lass mal ein Like da, er hat nur 75 Likes. Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Criss Cross. Ich kann gerade nicht so laut reden, ich bin gerade im Flur und es ist auch schon ziemlich spät. Wie ihr schon den Titel gelesen habt, ziehen wir schon wieder um und ich bin jetzt gerade noch bei einer alten Wohnung und ich würde sagen, verabschieden wir uns. Alte Wohnung, ich werde dich sehr vermissen. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten schlechte Zeiten. Ich werde nie vergessen, dass du immer für mich da warst und jetzt heißt es, Abschied nehmen. Tschüss. Und hallo, neue Wohnung. Yeah! Wir sind jetzt endlich in der richtigen, schönen, neuen Wohnung. Und ich zeig sie euch mal kurz. Wir legen gleich los. Und zwar ist hier der Eingang. Hier kommen wir gleich zu der Kitchen, wo schon mein Schatz hier steht und fleißig was Leckeres kocht. Mach hallo. Wie immer. Hallo. Ihr Reich, so wie beim letzten Mal schon. Das Hauptreich meines Schatzis. Die probiert gerade alles rum. Genau. Dann gehen wir gleich weiter. Da haben wir es noch nicht ganz eingerichtet, aber da ist unser Wohnzimmer sozusagen. Da werden wir so ein paar Sachen noch verstauen. Genau, ein schönes Fenster. Da habe ich auch schon ein paar Urkunden und so. Habe ich auch schon ein paar aufgehängt da vorne. Kann ich auch mal zeigen. Here and here and here. Hier. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins Part. Ins Part voll. Ins Part. Das ist halt richtig geil. Das schaut richtig nice aus. Wir haben sogar Badewanne. Oh, nice. And around and around. And around and around. I like this game. Yeah. Genau. Und yes. Dann gehen wir gleich weiter, wo wir schlafen. Genau, und da hinten ist eigentlich nur noch Schlafzimmer, wo wir pennen. So schaut das aus. Ist richtig gemütlich, viel größer als die alte Wohnung und auch die neue Wohnung. Das ist jetzt die neue Wohnung. Das war eigentlich voll spontan alles und wir haben das alles schnell mal in ein, zwei Wochen erledigt. Noch einmal richtig alles umziehen und so, das war echt stressig. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt leben wir uns da ein und ja, jetzt passt das ganz gut. Ich habe die Wohnung eigentlich schon einmal aufgenommen, dass wir da eingezogen sind, aber irgendwie habe ich da die Aufnahmen verkackt, keine Ahnung. Und jetzt nehme ich es schon zum zweiten Mal auf und... Stimmt, ich habe es gelöscht, ja. Ich hab's nicht mehr. Naja, jetzt dann muss ich es halt nochmal aufnehmen, ist ja kein Problem. Ja, ich schneide jetzt dann eh gerade das Video, also das, was ihr gerade seht. Schaut so aus. Yes. Ja, und zwar, wir hatten die Abschlussaufführung vom Seed, wo ich unterrichte. Und war eigentlich ganz cool. Und ich sehe das eh jetzt gleich. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. She like, what's up with me and you? What we finna to do? I've been giving you some room. Lately I just don't know what to do. I don't want nobody else but you. I know you don't wanna wait for me. They say you should stay away from me. I know you the only bet for me. Pray for me, gratefully you love me too. Know a lot of men would do you better. Know that I done put you through whatever. For me, I know you be there for me. If ever something happened, you so down. Real one, I guess I'm just a fool with her. Looking in the mirror like, ain't you scared to lose her? Why you acting like another man wouldn't choose her? You know she the only true girl, ooh girl. I can't even. Also, warte, bei 10.000 Likes gibt's eine extra Tanzaufführung von jedem von uns. Nein, gibt's nicht. Findest du das cool? Nein, gibt's nicht. Von ihm schon. Ich hoffe, bis später. Yo, Leute, so, wir sind jetzt gerade hinter der Bühne. Die Kids machen sich alle ready und sie sind auch ein bisschen nervös, aber ist eh ganz normal für die meisten. Es ist auch der erste Auftritt überhaupt und ja, ich bin echt gespannt und ich werde es jetzt haben, so gut es geht, noch unterstützen und dann würde ich sagen, Bühne frei, let's go. It's my birthday. No, it's not. But I still look good though. I come, I bet you want an autograph. You and your fans.
thank you. Jo, genau, das war der Auftritt beim Seed, war echt fresh. Wir haben jetzt dann alle zum Schluss noch jeder eine Rose gekriegt. Im Proberaum haben wir dann ein bisschen getrainiert und ein bisschen mit dem Fidget Spinner ein paar Moves ausprobiert. Und yes, war echt fresh, war echt cool. Jetzt noch eine andere Sache, ich habe jetzt endlich die 500 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank dafür, richtig geil, ich habe mich richtig gefreut drüber und werde auf alle Fälle mein Ding weitermachen. Ich habe auch schon Ideen, was ich so verbessern will auf meine Videos. Wenn ihr zum Beispiel Ideen habt, was ihr mal machen könnt oder irgendwie Verbesserungsvorschläge, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Und ja, wir reden einfach. Boah, da war Mucken. Wegen die T-Shirts habe ich auch wieder viele gefragt, wann die endlich mal kommen. Dauert leider noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Genau, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr unsere neue Wohnung findet. Und lasst auch mal ein Abo da oder auch ein Like, wie ihr wollt. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens nächsten Dienstag wieder bei einem neuen Video. Das war's mit dem Video, euer Criss Cross. Ciao. Hat's euch gefallen? Ja. War's cool? Ja. Ein kleiner Kommentar noch. Nein. Bis Ende. Also danke, dass ihr mitgeschaut habt und ich bin dumm. Hallo. Danke für alles. Für alles. Auch für alles. Hey, hey, leise, leise. Es war richtig geil. Es war geil. Gut, oder? Ja. Jawohl. Nice. Nice was. Bei mir? Also, es war cool und wir haben uns alle anstrengen müssen. Und das Publikum. Ja. Alles klar. Jo, dann sind wir fertig mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Das war's, euer Criss Cross. Ciao. Schön, Sie sind echt auf YouTube.